Schauen wir uns jetzt mal ein paar Beispiele an. Das war jetzt ja eine ganze Menge Stoff und wir wollen das jetzt mal an ein paar Beispielen verdeutlichen, das, was wir alles gelernt haben. Hier ist ein Programm, was ein Kegelvolumen berechnet. Hier ist die Static Void Main Prozedur. Was wird hier gemacht? Hier wird zunächst auf dem Bildschirm ausgegeben, Berechnung des Volumens eines Kegels. Es wird eine Variable Pi mit dem entsprechenden Wert angelegt und der Benutzer wird aufgefordert, die Höhe des Kegels einzugeben und den Radius. Das Kegelvolumen berechnet sich jetzt aus genau dieser Formel, nämlich 1.0 durch 3.0 mal Pi mal Radius zum Quadrat mal Höhe. Und es wird ausgegeben, Volumen gleich, und dann wird entsprechend dieser Wert hier berechnet und das Ergebnis dann auf dem Bildschirm ausgegeben. Schauen wir uns das mal in Demo an. Kegelvolumen. Hier haben wir das Programm, mein Eclipse überführt. Jetzt lassen wir es mal laufen. Es wird also ausgegeben, Berechnung des Volumens eines Kegels. Dann wird der Benutzer aufgefordert, die Höhe anzugeben. Ich gebe jetzt mal 3.1 ein. Dann wird der Benutzer aufgefordert, den Radius einzugeben. Ich gebe mal an 4.678. Und das Programm berechnet mir hier gemäß dieser Formel das Volumen und gibt dann aus Volumen gleich und das berechnete Volumen. Ich führe es nochmal aus, gebe mal andere Werte ein, gebe mal als Höhe ein 56.7 und als Radius 234,56 und erhalte jetzt als Volumen genau diesen Wert.